Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker. Viel Spaß beim Fußballmanager 2020. Unsere Karriere mit Braunschweig. Ja, die Saison verläuft alles andere als gut. Gar nicht gut, um genau zu sein. Wir sind mit zwei Unentschieden gestartet. Jetzt hatten wir eine Niederlage gegen Uerdingen, was uns auf den 18. Tabellenplatz führt. Was ja definitiv nicht der Sinn sein kann. Ja. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Hier sind immer noch die vier Transfers, an den drei Braunschweig beteiligt ist. Zweite Liga, Katterbach, Dorsch. Das sind immer noch dieselben. In der Bundesliga gibt es auch keine. Doch, ein Dicker. Ein Dicker ist jetzt auch zu Monaco gegangen, genau wie Stamboli. Das ist doch mal eine Entwicklung. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe ja eine Tochter, die ist im Kindergarten, 4 Jahre, da kommt eine Freundin vorbei, also Freundin von ihr, und ja, die schläft nämlich heute da, deswegen kommt die Mutter der Freundin vorbei, holt ihre Sachen ab und holt sie dann aus dem Kindergarten ab, und die zweite Tochter, die liegt im Bett und schläft, die ist ja erst 11, 12 Wochen, als 12 Wochen sind's, ja. Sobald die wach wird, muss ich sie natürlich abbrechen und mich um sie kümmern. Aber ich hoffe, das versteht ihr. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. Wenn das jetzt nur ein 5-Minuten-Video wird, dann wird das nur ein 5-Minuten-Video. So, viele Zuschauer für das Spiel gegen Braunschweig erwartet. Er schlägt uns gar nichts vor. Man muss ja jetzt auch sagen, wir haben ja jetzt Kessel spielen lassen. Hat auf einer Seite gut funktioniert, auf der anderen gar nicht. Also auf der einen Seite hat er ja halt Dingsbums die Vorlage gemacht. Auf der anderen Seite haben wir das Spiel natürlich verloren. Und ja, ich bin mir doch nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich lieber Kessel für Kammerbauer, Kammerbauer für... Weißt du was, wir schmeißen ihn ins kalte Wasser. Nee, weil du machst das. Du machst das. Der Rest bleibt so bestehen. Der Rest bleibt so bestehen. Wir stellen uns ein bisschen breiter auf. So. Umschaltspiel. Wir machen jetzt mal die Abschlüsse auf den. Und. So. Das machen wir. Ich hoffe, jetzt haben wir gegen Zwickau ein erfolgreicheres Spiel als die letzten beiden. Das ist die Aufstellungsspiel. Ein klassisches 4-4-2. Ich erwarte von euch eine wesentlich bessere Leistung. So. Es geht los. Wir spielen in Zwickau. Ja. Zwickau auch mit dem Anstoß. Pff.
ersten 7 Minuten passiert schon mal nichts. Konzentration zu meinen Leuten, rufe ich. Die sind mit dem Zuruf überfordert. Wir spielen insgesamt mit drei Neuzugängen. Also Neuzugänge in dem Sinne, dass ich die gekauft habe. Ich fordere mehr. Poirier mit der gelben Karte ist okay. Kiewski mit dem Freistoß. Er bringt ihn rein auf Niedermeier. Und Niedermeier mit dem Tor 1 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Es geht doch. Das ist auch sehr schön für Niedermeier, nachdem ihm das letzte Tor aberkannt wurde. Dann sollte er bleiben. Und jetzt Kobylanski mit der Flanke. Wieder auf Niedermeier. Nein, auf Bär. Der auf Quando, sag mir wann. Und der köpft aber übers Tor. Zeigt etwas Leidenschaft. Zeigt etwas Leidenschaft. Das ist gut. Eckball Kobylanski und Lewald oder Ledwald. Zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Da passiert aber auch nichts mehr. So. Ich sehe, was mir gefällt. Weiter so. Bringt das Spiel sicher zu Ende. Direkt nach dem Anstoß kommt der Ball zu Bär, der nach vorne flankt, aber Poirier ist zu langsam, beziehungsweise Brinkies fängt ihn sicher ab. Konzentration. Viele sind überfordert mit dem Zuruf der Konzentration. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Oh, das war eng. Kopfball auf die Latte. Glück gehabt. Jetzt gucke ich mal in den Spielerwechsel rein. Da sieht es jetzt gar nicht mehr so aus. Aber Kobylanski, Jari Otto darf mal ran. Für Osei. Und das war's erstmal. Da ist der Wechsel. Bin ein bisschen vorsichtig. Gievski mit dem Ballgewinn. Otto Fürstner nach vorne. Poirier gewinnt das Laufduell. Frei vom Keeper. Er macht ihn rein. 2 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Ja! Da ist die Bäckerfaust. Spielerwechsel. Poschwitz kommt für Poirier. Was nicht heißen soll, dass Poirier das jetzt schlecht gemacht hat. So. Er soll auf regulärem, außer der Schuss, der soll halt langsam sein. Ja, gut ist. So möchte ich das haben. Das ist doch sehr schön.
Ich lobe. Kam ja diese Saison selten vor, aber jetzt lobe ich mal meine Mannschaft. Oh, und Fesic gehalten. Aber der zweite Ball. Julius Reinhardt? Der hat doch mal bei Braunschweig gespielt, oder? Ich unterbreche sowas, gucke ich gerne nach, sowas interessiert mich total gerne. Das ist Julius Reinhardt. Das heißt, auf den gehen wir mal drauf, auf die Chronik. Eintracht Braunschweig, sag ich doch. Der hat mal bei Braunschweig gespielt, in der zweiten Liga. Ist dann zu Offenbach gegangen, zu Heidenheim, zu Chemnitz und dann wieder zu Zwickau. Was ist wieder? Dann ist er zu Zwickau gekommen. So, letzter Wechsel. Wer ist denn hier der am wenigsten kann? 72, das ist der wahrscheinlich der Bär. Ja, komm. Dann wechselt ihr beide aber noch die Position. Nein, nicht ihr beide. Ihr beide. Du bist nämlich rechts und links, aber ich glaube rechts besser. Und du kannst eigentlich nur links. Und spielt das ruhig zu Ende. Ganz ruhig. Ein Eigentor von Lewald. Boah. Da wird es jetzt in den letzten Minuten nochmal eng. Fesic klärt mit einer astreinen Parade, aber gegen Lewald. Kommt, ihr geht auf Defensiv. Ihr stellt euch hinten rein. Ihr sollen sich beruhigen. Und das jetzt sicher runterspielen. Kiewski auf Förstner. Mit dem Ballverlust. Freistoß für Braunschweig. Sehr schön. Oh, ich hatte schon Sorge. Ich hatte schon Sorge. Ich parke einen Bus hinten. Stellt den Mannschaftsbus vors Tor. Dürfte nichts mehr passieren, aber man weiß ja nie. In dem Moment, wo der Pfiff kommt, bin ich erst zufrieden. Ach du Heilige. Niedermeier geklärt. Endlich, der Schiedsrichter pfeift ab. Eintracht Braunschweig hat gewonnen. Schöner Sieg. Gut gemacht, Jungs. Großer Posteingang. Das heißt groß. Viel in der Post. Mit einem Knackensieg. Boschwitz hat sein Debüt gegeben. Poirier hat einen Treffer erzielt. Ich lobe Poirier. Pressekonferenz. Natürlich nehme ich teil. Wie viel Auftrieb gibt es dem Team, nachdem es durch das Ergebnis in der Tabelle einen Sprung nach oben gemacht hat? Das spielt zu diesem Zeitpunkt noch keine Rolle. Es ist also Marvin Poirier hat für den Verein sein Erstligator erzielt. Wie wichtig ist das für einen Stürmer? Es war ein großartiger Moment für Marvin. Er wird nun regelmäßig treffen. Es war eine Freude, Poirier heute zuzuschauen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel? Ich bin zufrieden und er soll so weitermachen. Warum haben Sie diesen speziellen taktischen Ansatz gewählt? Das ist mein Stil. Das ist meine Idee von Fußball. So möchte ich, dass gespielt wird. Ich mute mich mal ganz. So, da bin ich wieder. Ich musste mir einmal kurz die Nase putzen. Zur Kenntnis nehmen. Genauso machen wir das. Genauso.
Sorting fortsetzen. Sorting fortsetzen. Sorting fortsetzen. Akzeptieren. Der darf mal eine Woche mit uns mittrainieren. Scouting-Bericht über Magdeburg. Die haben wir ja in der Vorbereitung schon mal geschlagen und da hatten sie auch noch ihren Sag mir Quando, sag mir wann-Typen. Das wäre ein guter Spieler, aber ich habe das Geld nicht. Deswegen geht das nicht. Und für meine Spieler interessiert sich ja anscheinend niemand. Außer für Pfitzner, der die ganze Zeit aber nur verliehen werden will, verliehen. Verleihungsangebote bekommt. Marvin Poirier ist zu Spieler der Woche. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Herr Poirier. Transfer. Hat sich in der Bundesliga noch was getan? Nein, natürlich nicht. In der zweiten Liga auch nicht wahrscheinlich. Nein. In der dritten Liga wahrscheinlich sowieso nicht. Da geht es ja eigentlich gar nicht so mit Ablösesummen. Ich möchte, das alles möchte ich noch gar nicht haben. Wir sind ein Drittligaverein. Wir sind ein Drittligaverein. Das sollte man sich immer ins Gedächtnis rufen. So, das Spiel speichert. Dadurch ist das Video dann gleich beendet. Wir gucken natürlich noch die Mails an, die jetzt reingekommen sind. Was 6 Stück sind, wahrscheinlich wieder das Leihangebot. Sehr viele Spieler. Braunschweig geht als leichter Favorit. Ach komm, hier. Nimm an, wenn er weg will, wenn er weg will, dann ist das so. So, dann beende ich an dieser Stelle das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist schön, dass wir jetzt mal positive Nachrichten hatten mit dem Spielsieg gegen Zwickau, die ja eigentlich vorher gut in der Tabelle standen. Jetzt durch den Sieg etwas abgefallen sind. Ja. Dann bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen als Ciao, ciao, euer Mokka.